Was geht ab, Leute, und willkommen zu dem ersten Part von Red Dead Redemption 2. Oh mein Gott, bin ich gehypt, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich schon auf dieses Spiel warte. Ich bin so froh, dass ich das heute zocken kann. Wir dürfen genau nämlich ab jetzt die Videos hochladen und die Streams. Einfach nur richtig verrückt, Leute. Ich bin sowas von gespannt. Ich habe mir fast noch gar kein Gameplay angeguckt, nur so ganz einzige Sachen. Und ich bin da total gespannt, Leute. Also wenn ihr mehr von Red Dead sehen wollt, weil es wird jetzt richtig viel kommen, dann lasst auf jeden Fall gerne ein kostenloses Like, kostenlosen Like da und natürlich auch ein kostenloses Abo. Kostenlosen Abo, keine Ahnung, ich kann nicht mehr reden, Leute. Damit ihr nichts mehr verpasst hier, auf der Glocke einfach hauen. Ich werde nämlich jeden Tag um 18 Uhr Red Dead streamen. Also heute um 13 Uhr und der Part 2 kommt dann um 18 Uhr, Leute. Also unbedingt nicht verpassen. Ich bin einfach nur gespannt, Alter. Ich bin einfach nur gespannt. Und ich will jetzt ja auch nicht mehr so viel rumreden. Lass uns einmal direkt in die Story reingehen. Ich bin gehypt. Ich werde auch nicht reden in so Cutscenes. Also da werdet ihr mich nicht reden hören. Ich werde auch wahrscheinlich ab und zu mal die Facecam ausmachen, wenn ich eine Cutscene habe, wo halt irgendwie was bedeckt, verdeckt wird oder so. Leute, ich bin so gehypt, Mann. Ich bin so gehypt. Spiel des Jahres. Spiel des Jahrzehnts. So. Und ich hoffe, es passt von der Lautstärke. Werde ich alles gucken. Ich bin gehypt, Leute. Ich bin mega gehypt. So, ist wahrscheinlich, ist jetzt gerade selber bei mir noch ganz leise. Also, soll wahrscheinlich nicht laut sein. Oh mein Gott, Alter. Das ist die größte Rockstar-Map jemals. Okay. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze losgeht. Bei Red Dead Redemption 1 hat es zum Beispiel auf einem Schiff angefangen. Okay, im Jahr 1899 neigte sich das Zeitalter der Gesetzlosen und Revolverhelden seinem Ende zu. Amerika wurde ein Land der Gesetze. Selbst der Westen war zum Großteil gezähmt. Ein paar Banden trieben sich noch herum, doch sie wurden gejagt und zur Strecke gebracht. Okay. Interessant. Red Dead Redemption 2 spielt vor Red Dead Redemption 1, damit ihr Bescheid wisst. Rockstar Games präsentiert. Oh, jetzt kommt's, Digga. Jetzt kommt's. Ist das heftig. Puh, Leute. Ich bin hyped. Okay, erste Cutscene. Genau, Dan Houser. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. If we don't stop soon, we'll all be dying. This weather, it's May. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Oh. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he, you know, an old mining town, abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Oh mein Gott, Alter. Okay, ich bin echt gespannt. Coulter. Okay. Kapitel 1.
Bring him in here! Miss Gaskell, get that fire lit, quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Well, first of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, a bad couple of days. I loved Davy, Jenny, Sean, Mac, they may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it, gladly. But we are gonna ride out, and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. We ain't run into them yet, so they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Okay. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. Bye. Okay, erstes Gameplay. Need you strong. Okay. Oh mein Gott, Alter. Halte X gedrückt, um im Dutch Schnee zu halten. Okay. Ain't sure what we're gonna find out here, Dutch. We have to try. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. This goddamn weather. Whoa. In 2 days or more like this now. Oh, it has to blow over soon. Tippe auf X, um schneller zu reiten. Okay. Okay, Galopp dann. Okay. Boah, ist das heftig, Mann. Okay, da kommt eine Brücke. Um dann fährt zu verlangsamen, okay. Okay, also wenn man reitet und dann R1 drückt, dann macht man das Pferd direkt langsam, okay. Ja, ich komm. And fed. At least we don't need to worry about Pinkerton's tailing us in this. A couple more days, we'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. You're the only one. Dankeschön, Neptun. I can rely on to stay. Vielen Dank für deinen Fünfer. Okay. Hey, I think I see something up the path. Okay. You up ahead. Who's there? Micah. Gentlemen. Found anything?
I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davey doing? Well, he didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Okay. Davey was a real fighter. Both of them calendar boys is, or was. Yeah. And Mac and Sean? We don't know. Quite a business. Es sieht schon echt heftig aus, ne? Schaut jetzt mir auf dem Fernseher. Sehr cool. Right, always. Ask him if he's seen John. Hey, have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once this storm came in. He hasn't seen him. He'll be fine. Things always turn out right for that boy. I hope Mac and Sean are still out there somewhere too. Move up, Arthur. I'll cover the rear. Tippe zweimal auf und halte X gedrückt, während du. Okay. Sorry. Okay, L2. Ah, jetzt können wir mit dem reden. Bist du noch jemandem begegnet? Geil, Alter. Oh, so no, glad you're all right. I was worried, Micah. Look, it's all gonna work out, Morgan. We lost a few folks, but that's just how it goes sometimes. Well, I'm glad you're feeling so good about it. Where are all the others? Old mining camp, back up the hill. Ain't much, but shelter. So, this house, you speak to the people there already? No. Like Dutch told us, look, but don't talk to no one. Just following orders, you know me. Right. Okay, jetzt können wir weiter mit dem reden, sehr cool. How much further? Not far. What does that mean? Not far. thanks. Boah, es ist halt zu nice, Alter. Ich bin so gespannt auf die Story. Okay. 8 Jahre haben sie dran gearbeitet. Okay, sind fast da. Okay. Let's head down there. Okay. Deine Gesundheit wird in der unteren linken Ecke angezeigt. Okay. Sehr gut. Ja, schade, dass sie keine deutsche Synchro gemacht haben. Ja, schade. Stimmt schon, aber es wäre zu heftig. Wir haben, glaube ich, 1000, ne, 700, ich weiß gar nicht, wie viele, über 1000, glaube ich, Voice Actor haben da dran gearbeitet. Nähere dich dem Anbindepfosten. Okay. Halte 3 gedrückt, um dein Pferd anzubinden. Boah, sehr cool. Let me handle this. We don't want to spook these fine people. Okay. Sounds like quite the party. You two, get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than 3 nasty looking degenerates. Micah, hide behind that wagon. Arthur, you take that old shed on the left and stay low, both of them. Wie geht mir zum Schuppen und drücke R1, um in Deckung zu gehen. Okay. Hier oder was? Ja. Arthur, get in position. Bin schon dabei, bin schon dabei. So. Okay. Nütze, mal aus der Deckung zu schauen. Excuse me. Hello. Oh, hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm.
Ah, gentlemen. We can't help you, mister. I got folks. Arthur. Alles gut bei dir? Arthur, we got a problem. Folks. There's a corpse right here. No, I just Arthur. Need some There's a body in the wagon. I hear you. Just gentlemen. Keep your eyes on Dutch. Please. Halte eins oder um das Waffenrad auszurufen. Oh mein Gott, direkt schießen oder was? Halte das Waffenrad um zu zielen. Okay, ab geht's, Leute. Oh mein Gott! Komm her! Drücke, um nachzuladen. Okay, heftig. Komm her! Wo noch? Hier, von links. Oh, mein Aim, Alter. Geht halt viel aus. Drücke Alt X zurück, um den Gesetzlosen nachzuladen. Okay. Warte, hier kommt noch einer. Oh mein Gott, Alter. Okay, direkt zu Dutch mal hin. Ja, mal direkt mit Schießerei. Ja, wir mussten halt angreifen, weil da war halt eine Leiche in dem Wagen drin. Also wir werden noch auf die Steuerung klarkommen, aber es ist so ähnlich wie bei GTA. Halte in der Nähe von Gegenständen Viereck gedrückt, um sie aufzuheben, während du das Haus durchsuchst. Okay. We need the essentials. Food, medicine, whiskey. Geil, Alter. Gesalzenes Rindfleisch, okay. Glauben wir mal ein bisschen hier Sachen von dem. Haben wir hier noch Sachen? Versuchen. Okay. Oh. Looks like the poor bastard was married too. At some point. If we can't eat it or drink it. Okay. Wir noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Hier vielleicht in der Ecke? Munition oder so? Ich glaube Munition, ne? Haferplätzchen. Der Kern deiner Gesundheit sinkt im Laufe der Zeit und ist jetzt leer. Solange er leer ist, verspürst du negative Effekte. Okay. Öffnen wir mal die Tasche. Ist etwas, um den Kern deiner Gesundheit ein bisschen aufzufüllen. Okay, dann essen wir mal das gesalzene Rindfleisch. Gegenstände haben verschiedene Wirkungen. Der Verzehr von Nahrungsmitteln füllt den Kern deiner Gesundheit etwas auf. Essen von besserer Qualität füllt deinen Kern mehr auf. Ist ja logisch. Haben wir noch mehr, was wir nehmen können? Ne, glaub nicht. Aber wir können hochgehen. Wir gehen mal hoch. Hier haben wir noch mehr von den ganzen Sachen. Place is dry and warm. We could maybe move the women and Jack down here. Maybe. We'll see how they are when we get back. I don't really want us to split up. Soll ich was in der Ecke? Nee, okay. Gut, gehen wir wieder runter. Oder wir gucken mal weiter, meint er. Begib dich nach draußen zu Dutch, nachdem du nach Vorräten gesucht hast. Okay. Haben wir hier irgendwas im Schrank drin? Oh, okay. Ein paar coole Flaschen hier. Angebrochene Arznei ist das. So, Schranke meine ich. Na gut, schließen wir den einfach mal. Ist hier noch was in der Tür? Nee, ne? Okay, hier geht's nach draußen. Okay. Ich glaube, wir haben alles durchsucht, oder? Ich gucke nochmal hier kurz die Ecke. Und dann gehen wir mal nach draußen zu Dutch. So, was haben wir hier noch? Kekse. Ich guck mal, ob ich meine Facecam ein bisschen höher mache. Dann seht ihr auch, was ich nehme. Und zwar, wenn ich die jetzt höher mache. So. Kurz mal gucken, dann kann ich noch was nehmen. So, ich nehme jetzt noch was. Dann solltet ihr, glaube ich, auch sehen, was ich nehme. Ja, genau. Okay. So, dann mache ich die Facecam erstmal so, Freunde. Ein bisschen höher, damit man sieht, was ich nehme. Oder soll ich die unten lassen? Entscheidet ihr mal kurz. Soll ich die ein bisschen unten lassen? Weil man sieht ja nicht auf, was man nimmt.
Also ich weiß ja nicht, wie es sein wird, aber wir gehen mal zu Arthur. Zu Dutch. Micah, Arthur. Also Facecam oben oder etwas weiter unten, so wie eben. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, in der Scheune. See what we missed. Sure. Besuche die Scheune, okay. Du spielst ab 18, ja. Drücke nach unten, um dir ein aktuelles Tier erneut anzusehen. Okay, cool. Sehr cool. Oben? Okay. Perfekt. Hilfe! Okay, auf Kreis gerade an. Okay, komm her, der. Komm her, Alter. Na komm, traust dich noch? Komm, komm doch her, Alter. Du hast mich angegriffen. Komm her, Mann. Erstmal befragen. With the others at an old mining camp southwest of here, near the lake. What are you bastards doing? Why are you up here? We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. I don't know more than that, I swear. Der lügt uns auch an, Alter. Rückhandschelle. Mal ein bisschen. Okay, wir können. Gut, wir haben ihn. Ja, gut. Ich wollte ihn eh. Also, das Ding ist, wir haben es angelogen. Wir hätten ihn jetzt eben noch erwürgen können. Oder verschonen können. So ist es nämlich in Red Dead. Du hast die Möglichkeit. Hebe deinen Hut auf. Wo ist mein Hut? Da. Du hast die Möglichkeit in Red Dead viele verschiedene Entscheidungen zu treffen. Und die werden natürlich dann in deiner Story zukünftig sich auch natürlich dann beeinflussen. Okay, warte mal. Schickes Pferd, ne? Immer mit der Ruhe fährt. Komm her, ich streichel dich mal ein bisschen. Okay, Verbundenheit erreicht. So, komm mal her, kleine Racker. Okay. Ab geht's zum Anbindungspfosten. Oder Anbindepfosten. Wir müssen hier links rum. Oder ne, wir sollen ihn hier an. Okay, wir sollen ihn hier anketten. Glaube ich. So, anbinden. Okay, gehe dem Aufruhr in der Hütte nach. Okay, okay, okay. Wo die sich denn versteckt? You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Okay, sie ist also ein Opfer von miss, der ganzen Sache. You are safe now. You can't stay here. Ich spiel auf PS4 Pro. You come with us. Arthur. Miss, it's okay. We're bad men. We ain't them. It's okay. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What's your name, miss? Miss. Adler. Adler.
Sadie Adler. Mrs. Okay, Sadie Adler. Oder Adler. He was my husband. Die Musik, Alter. Geil. Einfach nur geil. Habe ich einfach nur grinsen. Hey! Somebody's coming! Okay, da kommt jemand. Looks like it's Dutch. Hey, everybody, Dutch is back. How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Como Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler. Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Catch yourself to bed. Okay. Ja, jetzt hat man dann, danach hat man Bock auf Bud Spencer. Auf wen, Idias? Okay. Die Musik, 1A. Tritt auf, verfolgt von Erinnerung. Okay. He ain't been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a John scrape Marston. Again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? We're pretty worried about him. I know. If the situation were reversed, he'd look for me. Thank you. This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. He wouldn't leave. Not like that. Wouldn't be the first time. Musik, Alter. Musik ist so geil. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, seems somebody left. Recently. And that way. Sure, well, come on then. Okay. There's some tracks leading to the river. A few hours ago. Most. Let's cross. See, they continue up that way. Hey, stay on these tracks, come on! Ja, ich komm doch. Du willst jetzt nicht den Wasserfall darunter, ne, wollte schon sagen. Die Gesundheit deines Pferdes wird in der unteren linken Ecke angezeigt. Okay, unten links seht ihr das Herz. Mit der Hufe. Das ist Leben unseres Pferdes.
So, you were there, Javier. Plus die Ausdauer jetzt. What really happened? Man sieht ja gar nichts hier im Schneesturm. We had the money, it seemed fine. Then suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. Okay. It was crazy. Raining bullets. Watch out for this crevice. Oh ja, ein Abhang. Bitte um die Fernung der Perspektive zu ändern. Okay. Und wir können First Person. Oder wir können nah und sehr weit weg. Aber ich mag das zweite. Das hier mag ich. Am liebsten. Wie bei GTA halt. Wir müssen einmal hier rum. Also wir sind auf jeden Fall schon, wir sind halt eine Fährte auf dem Weg, ne? Mac und John, both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Kinokamera. Bad business, all right. Boah. Halt X gedrückt, während du hier zum anderen Straßenweg ist voll. Okay. We'll lose these tracks if we don't move fast. Kinokamera, Mann. Geil. Ich drücke R3, um die Kamera-Perspektive zu ändern. Boah. Grafik ist geil, ja. Kann man immer wieder die Sicht ändern. Okay. Chillig. Sehr cool. Watch yourself, it's not very wide here. Okay. Fresh snow here. I don't know about this, Javier. I mean, we can't follow nothing. Let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. Almost there, boy. Come on now. Hey, look! Over there! Ich bin halt auch so gespannt auf den Online-Modus, ne? Der im November kommt. Okay, hier ist irgendwo. Okay, hier liegt jemand. Oder ein. John was riding that horse when we left Blackwater. Nee, Neptun. Nur Next Gen. Dankeschön für 2 Euro. So, was ist hier? Ein totes Pferd, ne? Okay. Come on! Up there! Okay, und das nach oben. Irgendwer hat gerade Hilfe geschrien. Ich glaube hier oben. War das hier rechts? Nee. Du kannst nur eine einzige Handfeuerwaffe tragen, du kannst sie allerdings gegen eine andere Waffe austauschen, die du auf deinem Pferd transportierst. Okay. Sehr cool. Waffe auf Pferd. Hatte. Okay, sehr cool. Boah, wir haben auch eine Shotgun. Abgesägte Schrotflinte, natürlich, meine ich. Okay, sehr cool, Alter. Oh mein Gott. Careful here. You sure about this? Okay. It's coming from this way. Okay. Mierda, we're high up here. You're telling me. Help me. Okay, jetzt haben wir auch eine Ausdaueranzeige für uns. Drops down here. Watch yourself. Okay, Achtung, einmal runter. Watch out here. Stay low under here. Okay, so kann man sich ducken. Sehr cool. Okay, from here. Watch your step. Deine Ausdauer, Kern ist leer, deine Bewegungsgeschwindigkeit wird dadurch eingeschränkt. Okay. Up this way.
So, wie in GTA natürlich. Gleiche Steuerung. Kennt man ja von Rockstar Games. Halte, um auf deine Tasche zuzugreifen. Für den Kern eine Ausdauer. Auf dem, okay. Dosenpfirsiche, Kidneybohnen. Na gut, das können wir einfach ganz normal essen. Okay, jetzt ist er nicht mehr leer. Sehr coole Kletteranimation auf jeden Fall. Let's keep moving then. Come on. John, can you hear me? John! John! John, where are you? John! Marston! I'm here! Out on the ledge! That's John! We're coming! Down here! Okay, wo ist der? Down here! All right! Hot down, Marston! That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. You don't look so good. I don't feel too good, neither. I'm freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Wie ist denn der da hingekommen? Wahrscheinlich weggelaufen, ne? Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? I don't think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Okay. Oh. You see that on the ridge? Shit. I'll distract him while you get to the horses. Go. Draw them off. All right, John, come on. Let's get you on that horse. Okay. Halte. Hier drüben, Alter. Komm her. Los, hier drüben. Oh, oh. Beste Aim, Alter. Moin, Alter. Was war Englisch? Hier, komm her. Also es ist schwerer als es aussieht. Es ist schwerer als es aussieht. Ganz schön viel Munition auf jeden Fall dafür verschwendet und auch Leben. Kurz mal hier was essen, Alter. Das tat nicht so gut. Das tat nicht so gut. Ja, ab geht's, schnell. Also es war schwerer als es aussah, Leute. Ja, die armen Wölfe, die wollten uns angreifen, dafür können wir ja nichts. Oh ne, oder? Erledige die Wölfe. Woo! Drive-by! Hinter uns jetzt noch, ne? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter. Bist du einfach? Komm! So. Oh
voll die Munition verschwendet, Mann. You see any more, Arthur? Don't think so. Jesus. You still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. Wir allein, um den, we have some shelter now. Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. And Arthur always says, I'm lucky. None of us are lucky right now. We should ride in the water for a bit. Try to lose a scent. Don't want to leave a trail right back to camp. Okay, you know, sehr schlau. We're gonna need to come up with a better story for that scar. So, freezing, bleeding, starving, damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Nee, die Häute können wir jetzt nicht mitnehmen, weil Marston ist halt gerade hier und ist halt kurz zum Verrecken. Den wollen wir einfach mal schnell ins Warme bringen. Those buildings up ahead, John. That's where we camped. Nearly there. Und wie gefällt euch bis jetzt Red Dead Redemption 2? Also mir macht es jetzt schon richtig Bock. Und das ist gerade mal erst der Anfang vom Anfang. Ne? Schaut mal rein, wie gefällt es euch das? Also die Grafik ist schon mal sehr nice. Kann man natürlich im Stream nicht so perfekt darstellen. Aber wenn ihr selber zockt, ihr seht, die Grafik ist Bombe. 1A. We get some help. We need some help here. Come on, help him down. You're alive. You're alive. All right, here we go. There we go. Ay, careful, idiotas. It's his leg. Come on, let's get you warm. Thank you. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. If you and Dutch talk about how we're gonna get out of this. Ich habe das Spiel kostenlos nicht in den Arsch geschoben bekommen. Ich habe das heute Morgen um 10 Uhr gekauft. Im Laden. Also ich habe nichts kostenlos bekommen. Hab auch 70 Euro bezahlt. The West is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. Die Map kann ich glaube ich noch gar nicht öffnen. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. Okay, neuer Tagebucheintrag. Mission abgeschlossen. Tritt auf, verfolgt. Okay, haltet die Optionstaste gedrückt, um dir Details anzusehen. Ist die Taste? Und auch hier. Hier ist die Karte. Guck mal, wie groß die ist, ne? Das ist gerade mal ein Teil. Guck mal, wie... Alter. Dass man hier auch alles freischalten kann, ne? Oh mein Gott. Begib dich zu B, um mit Bill zu sprechen. Begib dich zu P, um mit Mr. Pearson zu sprechen. Okay, Pearson. I guess. You sound doubtful. Ja, Red Dead Redemption ist auch ein Prequel. Das heißt, es ist, was in Red Dead Redemption 2 passiert, passiert vor Red Dead Redemption 1. Und Red Dead Redemption 1 war 1911 und soweit ich weiß, und Red Dead Redemption 2 ist jetzt 899. Wir sprechen erstmal mit Bill. Mal gucken, was der so zu sagen hat. Because I thought you liked action. A couple of days on the lam, and you lot have all turned yellow. Apart from you, of course. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. That fell? But when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. A party? Probably. Uh-huh. That funny, huh? Sure. Oi. I feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Now! You fools punching each other when Como Driscoll's needing punching hard. You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. Both been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business.
long ago. They were talking about trains and detonators here. Colm always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah! Okay. Southwest, right, Arthur? Yeah. He said follow the main trail southwest. Leute, wir sind sogar gerade kurz vor den 500 Likes. Lasst mal gerne ein Like da, weil euch das Spiel gefällt oder euch das Stream allgemein gefällt. Part 2 kommt heute Abend auch um 18 Uhr, also auf jeden Fall nicht verpassen. Wird geil. Genau, John Marston ist der Hauptcharakter vom ersten Teil. Okay. Und unser Crew hier unterwegs. Okay, also wir sollen anscheinend hinten. Ja, so sieht Ego-Perspektive aus. Schon echt cool. Ein bisschen mit dem Pferd und so. Schon geil. I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay. You know I got your back. I learned a long time ago that you hit Colm O'Driscoll. Wait for him and people you love will die. This feud between you and him needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive, others I can forget. What he did to Annabelle, I can't do neither. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. And I hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this'll end. Damn right, boss. Okay, sehr cool. See that smoke? Let's cut up here and take a look. Okay, das Rauch sieht man auch oben. So we must be close. Easy. Hold up here. Danke, Neptun. Für 1 Euro. All right, gentlemen. This is it. Are we goddamn ready? Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Okay, also wir gehen mit Dutch, okay. Okay, Dutch, komm her. Okay. There they are. That's definitely them. Colm? I think so. Yeah, that's him. Hier links ist nicht mehr zu sehen. So, wo wollen die hin? Who's he talking to? He don't seem very happy. No. Oh. Der wurde gefeigt. They leaving? Seem to be. Should we go get him? No.
Cone can wait. Best to get some of them out of there. Komm jetzt in unsere Richtung. Rob him and his score if he never finds out about it. Come on, let's get down there. Okay, ab geht's. Don't forget to grab that rifle from your horse. Waffen, die du nicht vor dem Absteigen in dein Arsenal übernimmst, bleiben auf dem Pferd. Okay, nähere dich deinem Pferd und halte L1 gedrückt. Okay. So, pass mal auf, jetzt holen wir uns unser Gewehr raus. Das hängt hier sogar. Nähere dich deinem Pferd und halte L1 gedrückt, um dir deine eingelagerten Waffen anzusehen. Genau. Ist hier irgendwo anders? Denk doch ein Gewehr, oder nicht? Wähle einen Langwaffenplatz aus und nutze R2, um den... Okay, Langwaffenplatz. Wo ist denn der Langwaffen? Hier sind Gegenstände. Hier unten? Ah, okay. Okay, cool. Quick, grab that repeater and let's get moving. Good. Come on, let's go. Okay, geil. Seems easiest to take the same path down as Bill and Micah. Like you said, revenge is a luxury we can't afford. Yeah, just wasn't sure you agreed with me. Arthur, have you completely... Nein, das Embargo war um 13 Uhr. Man durfte ab 13 Uhr Videos und Streams jetzt machen. Also alles cool. Alles legitim hier. And a way out of here. Everything else, including Combe, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now come on. Ich hab das Spiel in einer näheren Stadt geholt, in einem Laden heute Morgen um 10 Uhr, als er aufgemacht hat. Für 70 Euro. Dankeschön, Mr. Nico, für 1 Euro. So, jetzt bin ich mal gespannt hier. Genau, und in Österreich ist es auch heute, ab heute sogar, ganz normal erhältlich. Und im Mediamarkt hier heute in Deutschland wahrscheinlich auch 16:30 oder so. Ja, Marvin, das Spiel ist so geil, Alter. Ich habe auch die ganze Zeit so ein bisschen Herzrasen. Das ist halt gerade mal so der Anfang, ne? Die Story geht 60 Stunden. 60. Ich habe mal Spider-Man gespielt. Ich glaube, die war 14. Also, Grüße gehen raus. It's steep here. Careful. Okay, mal aufpassen hier. Überfallen wir jetzt einfach das Dorf, Alter. Geil. Also bei mir in einer anderen Stadt kann man es ab 16:30 beim Mediamarkt kaufen. Genau. Maybe I should take the lead on this. They're gonna be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Okay. Follow me. Let's head for that building in front. Ich habe mir das Spiel zweimal gekauft. Ich habe mir für die PS4 jetzt die ganz normale Edition gekauft und für Xbox die für 100 Euro. Also Ultimative oder so. Das heißt, auf Xbox wird da halt noch irgendwie zwei extra Missionen hinzugefügt werden. Und noch eine Schatzkarte oder so. Okay, so. Halte L1 gedrückt, um das Waffenrad aufzurufen. Okay. So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go. Halte Zeit gedrückt, während du Dutch ansiehst, um mit ihm zu sprechen. Führung übernehmen, Bande vorausschicken. Oh, jetzt können wir einfach Entscheidungen... Ich mach das, Alter. Okay, I'll go first. Man kann einfach geile Entscheidungen treffen. Wie geil ist das, Mann? So. Ich würde sagen, wir knallen die ab, oder? Ab geht's.
Boom. Komm, ich komm. Komm her. Du kannst deine Waffe schnell aus dem Fenster abfeuern, indem du eher Zeit hilfst und nicht zielst. Okay. Mein Gott, kann man halt echt. Komm her. Ich will mal. Ja, ich muss aber anziehen. Mit der Waffe muss ich anzielen. Mit dem Revolver kann man es machen. Wenn du auf den Gegner ziehst, benutzt er, um das Fadenkreuz. Okay. Hier rechts sind noch welche. Oder hier links besser gesagt auch noch. Oh. Also Aiming ist auf jeden Fall nicht so leicht wie bei GTA. Okay, der hält auch wieder. Oh, der hält richtig was aus. So, nachladen. Er hat gesessen. Also wo man Auto-Aim hat, ist es halt nicht komplett Auto-Aim halt. Also Aimbot. Man muss trotzdem noch gut anvisieren, weil das halt alles so rumwackelt. Hat er jemand eine Leiche dreigerückt, um sie zu plündern? Okay, jetzt können wir aber richtig hier plündern, Alter. Warte mal, wir gehen mal zu der Leiche. Oder er plündert die schon, okay. Dann plündern wir die hier. Plündern. Alter, die Animation, Mann. Wie geil. Gürtelschnalle. Da plündern wir wieder das ganze Dorf jetzt. Guck mal, wie er den auch nimmt und so. Pferdearznei, okay, wichtig. Hä? Okay, neue Leute. Okay, von wo kommen die? Okay, von da, okay. Oh, auf Pferden. Oh, das haben wir gerade nicht gesehen. Ja, der Facecam war das belastend. Wo schießen die noch? Von wo schießen die mich an? Da haben wir noch einen. Ich muss nachladen. Erwischt. Boah, der hat richtig einen Kopfschuss. Ah. Ist echt nicht ganz leicht zu aimen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wackelt halt so die ganze Zeit. Sehr cool gemacht. So, das sind unsere natürlich. Aber jetzt machen wir mal so schnell schießen. Aber da trifft man nicht so gut. Ich habe seinen Hut abgeschossen vom Kopf. Lol. Komm her, Alter. Kommt her! Oh. Drücke, warte. Objekt gerade zu wechseln. Also Gegenstände. Wähle einen Dead-Eyed Tonicum und lasse. Das hat er jetzt getrunken. Dann kurz mal den plündern. Wir gehen jetzt aber zurück zu unseren Pferden. Du hast 25% Fortschritt für Stufe 3 erreicht. Okay. Ich glaube, man kann Dead Eye noch nicht nehmen. Sonst wird das halt in. Wie heißt das? Eingeführt. Ich glaube, Dead Eye wird noch nicht. Wird man erst so lernen können. Wieder. Da wird einem quasi beigebracht. So. Okay, ab geht's. Aber kann sein, dass es schon geht. Ich weiß nicht, habe ich noch nicht ausprobiert.
So, alles mal hier nehmen, Alter. Was man nehmen kann. Hauttabak. Ich weiß gar nicht, wie das auf PS4 geht. Ich hatte das auf Xbox 360 gespielt. Wir gehen nochmal Dead Eye, damit ich das gleich mal ausprobieren kann. Ah, das ging schon, okay. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. What do you think, Bill? Looks fine. Smells good. Come on. So, erstmal schön TNT am Start. Geil. Did we get everything? Think so, boss. Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh yeah. Interesting. This is something about the train they was gonna rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. All right, let's get out of here. Sollte aber wahrscheinlich R3 sein, ne? All of you. Not a man down. Good work, fellas. Erstmal folgen. Starving down and out. They can pummel us as hard as they like. But we will always get back up and fight. That's who we are. Outlaws for life, fellas. Wait until we have John, Mac, Charles, and Sean back riding with us, and I believe, I know, they will all be back. Well, you didn't get combed, but this hit'll hurt him a lot more than any bullet in the head. Especially when we rob this train, too. Yeah, I guess we'll see about that. Jetzt kann man wieder Dings machen, ne? Oh, ja. Indeed we will. Eine Kamera. You know, he'll come after us. Sehr cool. Oh, of course he will, just like all the rest. But we're gonna stay a step ahead of them. Make sure we always know where sehr, they sehr cool. are before they know where we are. We allowed ourselves to get cool, a Alter. Step behind in Blackwater. That won't happen again. Die Musik ist halt 1A, ne? Die ist 1A. Okay. Befolge den Otis Call und fange ihn mit dem Lasso. Oh mein Gott, okay. Lasso. Okay. Komm her, Mann! Ja, so weit kann er natürlich nicht werfen, ne? Okay, sehr cool. Sehr cool. Fesseln. You're coming with me. Oh God, no. Okay, warte, hochheben. Plündern machen wir erstmal nicht. Just let me go, come on. Ganze gefesselte Person auf den Rücken deines Pferdes legen. Cool. Okay, ab geht's. What's your name, boy? Kürzeste Weg zum gewünschten Ziel wird auf der Karte. Okay, alles klar. So ähnlich wie halt bei GTA, ne? Oder halt bei Battle Grand 1. Well, I ain't gonna lie to you. This is a real bad day for you, Kieran Duffy. Where are you taking me? Somewhere you ain't gonna like. Why? What are you gonna do to me?
Der hört sich an wie Trevor, ein bisschen schon, ne? Ein bisschen. Also der auf dem Pferd. Yo, Black Let's Play, Dankeschön für 1 Euro. Bundheit gesteigert. Du hast mit diesem Pferd das Aufbäumen freigeschaltet. Halte beim Stehen R1 gedrückt und tippe auf Viereck, um diese Bewegung auszuführen. Sehr cool. Machen wir mal ganz kurz. Okay, cool. Ja, man kann halt so ein richtig so ein sich mit seinem Pferd so richtig verbinden. Das ist halt echt richtig cool. Ich meine, je mehr man verbunden ist, desto tragischer wird es halt natürlich, wenn das Pferd irgendwie stirbt oder so. Er war sein Urgroßvater. Wortwörtlich, ja. Wo sind die alle schon hin jetzt? Ja, wir folgen mal dem Weg. Okay, hier sind wir. Schon Lagerfeuer aufgemacht. Geil. Here we are, you sack of shit. Let's introduce you to the boys. So. Don't hurt me, please. Oh, don't worry. They're real nice. You found a little shit, did you? Yep. I got him. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh, no. Now all we'll get is lies. Uncle! Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. We shoot fellas as need shooting, save fellas as need saving, and feed them as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! I ain't an O'Driscoll, mister! I hate that fella! Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Cole. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Sean, Ratatouille is sick. Okay. Really dope. Okay. Multiplayer kommt im November, ja. Ich zocke morgen auch auf der Xbox Fleischleiche. Heute aber für PS4 halt geholt, weil ich das für beide Konsolen brauchte, wegen Online-Modus. Und für Xbox habe ich mir das ja vorbestellt. Das zocke ich auch morgen auf Xbox dann weiter, die Story. Natürlich dann halt von da, wo wir aufgehört haben. Werde ich dann natürlich noch nachspielen dann, aber es klappt. So, gehen wir mal zu Miss Pierce oder Mr. Pearson. Ja, Mr. Pearson. We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. Well. Okay, was geht ab? We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what, 10, 12 people? When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater,
I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, solid, awful. Starving will be preferred. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Here, you take this. I can't use it, and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. Okay, Charles. Oh, wir haben Bogen und 20 Pfeile freigeschaltet. Gesalzene Innereien. Mh, lecker. Aber Bogen haben wir jetzt. Wahrscheinlich können wir damit auch in den nächsten Episoden jagen. Also nicht wahrscheinlich, sondern können wir. Halte mit deinem Gefährten Schritt, indem du auf X tippst oder es gedrückt hältst, während du in der Nähe reitest. Okay. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't an O'Driscoll? Huh. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. Well, ja, ohne Bart sehe ich echt wieder jung aus, das stimmt. Been a wild few days, all right. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm, going out for John, that thing with the O'Driscolls. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Das ändert sich. Es ist nicht nur, gibt's nicht nur Schnee, Tom. Es ist nur der Anfang. Es gibt ja, es ist eine Riesenkarte. Das ist jetzt gerade das Schneegebiet. Aber da sind wir, glaube ich, schnell raus bald. There's some patches of grass here. This is good. Let's look down this way. The wind's died down too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now shh. Stay quiet. Hey, stop here a second. I see something. Wo siehst du denn was? There's a deer been here recently. How can you tell? Okay. How can you not? Let's walk it from here. You're gonna need the bow. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade meinen Bogen mitnehmen. The gun will scare everything around. So, wir nehmen jetzt einen Bogen mit, weil wir sonst die ganzen Tiere verschrecken. Okay, alles stimmt, ich muss so machen, ne?
Nee, warte, ging das nochmal? Ah ja, so. Oder so? Ja, genau. Okay, unten ist jetzt der Bogen. Grab that bow off the horse. Quiet as you can. Stay low and move slowly. Okay. Jage Hirsche. Sehr cool. You see the tracks? I think so. Ja, lass mal der Pferd hinterher. Focus. Okay. It's easier in the snow, but once you get your eye in, you'll be able to track nearly as well in grass and wood. So. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Oh, okay. Wait, look. There they are. Are you ready with that bow? Ja. Okay. Try to hit him in the neck or head. Quick and clean. You can pull back quite hard. That's too much. Ah, okay. Before they move. Okay, das ist denn zu viel? Okay. In den Kopf schießen. Ah. Nicht so einfach. Es bewegt sich hier die ganze Zeit. Warte mal. Er ist voll schwer, ne? Mit Bogen. Schieß einfach mal in. Alter, warum ist das so schwer? Pass auf, wir machen jetzt einfach so. Wir müssen ein bisschen näher ran. Das ist echt richtig schwer zu zielen. Das bewegt sich richtig doll. So, wir schießen einfach so ab. Ey, ist echt schwer. Mit dem Bogen ist es echt schwer. Das glaubt man nicht. Ich erledige noch einen Hirsch. Okay. Vorne ist noch ein Hirsch. Das holen wir uns gleich. Erstmal plündern wir das hier. Also unseren Pfeil. Und wir können einfach mal kurz hier rüber gehen. Hier war noch ein Hirsch, genau. So. Er ist nicht tot? Okay, 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 WTF. Okay, rege die Aufmerksamkeit eines Tieres an, wenn du es rufst. Oh mein Gott. Okay, wir werden das Tier mal erlösen vom Schmerz. Sorry. Okay, that'll do it. I think that's all we can carry. Okay, you pick up one, I'll get the other. You sure your hand's okay? It'll be fine once I get it on my shoulder. Okay, I'll go grab the other one. Okay, je eine bessere, also wenn wir eine bessere Verbundenheit haben mit unserem Pferd, können wir es halt weiter pfeifen. Das hört uns aber nicht. Näher der Rückseite deines Pferdes. Ah, jetzt kommt. Komm her. So. Fleisch haben wir jetzt fürs Essen. Als ich komme. Come on, then. Let's head back. Kannst Tierkadaver bei Personen. Okay, mit zum Fleischhauer. Abgeben, um zu den Vorräten der Bande beizutragen. Sehr cool. You found him.
I knew you'd be okay with that bow. Yeah, it's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Erster Eindruck, mega. Einfach nur mega. Einfach nur krank. Ich würde es am liebsten jetzt die ganze Zeit zocken. Aber ich will ja auch, dass ihr bei den Episoden hinterherkommt, deswegen machen wir jeden Part immer 2 Stunden. Und der zweite kommt dann heute Abend um 18 Uhr. You're probably right. And even if we do get off here, what then? We still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. Leute, vielen Dank für fast 1000 Likes, Alter. Dankeschön. Vielen Dank. We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. We've only been up here a few days and have already picked up 2 more mouths to feed. One more. We ain't feeding the O'Driscoll a damn thing. Except maybe that can of salt and awful Pearson was kind enough to give us. The girl, she has a wild look in her eye. Of course. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Well, once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. Who knows? Ich hab's heute Morgen gekauft bei einem Laden. Ganz normal. Die hatten es heute Morgen schon gesehen. My money's on in that fight. He's weak, but that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Yeah, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah, I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Watch out. Bear. Okay, dann wir einfach mal ein Bär. Let's see if we can find another way around. Must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Okay. Careful. Alles klar, Charles. Einfach mal ein Riesenbär. Cut up here, off the trail. Ich will jetzt nicht direkt einen Bären attackieren, ne? Der Bär hat dein Pferd erschreckt. Raubtiere in der Nähe machen dein Pferd nervös. Halte. Okay. Alles wird gut, Mann. Boah, es ist noch nicht gegen den Bär kämpfen, Alter. Wir wollen nicht unser Pferd verlieren. Wir haben nie so viel gesprochen, du und mich. Wie lange hast du mit uns jetzt? 5, 6 Monate? Something like that. But you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here. Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. I just know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. Oh, watch it. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know, Dutch is different. Oh, yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father... Ich bin auch sehr gespannt auf den Ordermodus. Sowas von gespannt. Well... We need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh. 20 years, something like 20 that. Jahre schon mit denen. Since I was a boy. 20 years? Yeah. You taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. I'm sure. Dutch saved me.
Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. How's that new horse? He's all right. He'll do for now. I appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Huck me faster than a bull. Won't take nobody but him. Okay, dann können wir jetzt mal das Tier gleich zu unserem Schlachter geben. Easy. I'm gonna hitch time over here. Brought some food back, boys! So. Whoa. Come on, let's get these over to Pearson. And thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. There's a lifetime of practice. So, das Pferd ist angebunden? Nee, ne? Ist nicht angebunden. Warte mal. Ist unser Pferd nicht angebunden? Kann ich das wieder auflegen? Na gut, dann steht unser Pferd jetzt einfach so. Ich weiß nicht, warum es nicht angebunden wurde. Keine Ahnung. Aber du bist ein Guter. Du bleibst stehen. Well, well, well. Na? Just drop it down in here. What a surprise to find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. Why, he loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. Ja, Fair hat den Laden gefunden, Samuel. The only thing. Keeps you saying it does. Yes, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one, did you? Dumped on the floor. Okay. Jetzt werden wir mal den Hirsch häuten, wenn ihr sowas nicht sehen könnt, am besten weggucken, weil jetzt wird's grafisch. Finde ich auf jeden Fall auch sehr geil, dass man sowas jetzt sieht. Oh, not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. Wenige Tage später, du hast die Meisterjäger-Herausforderung freigeschaltet. Sieh in deinem Protokoll nach, um weitere Informationen zu erhalten. Okay. So, wenige Tage später. Dutch being Dutch, he is busy making plans. And Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You're still here, then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur! I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but... Look, Asher. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch. Jackie.
The boy wanted to see you, John. He's seen me now. Or what's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah, come on. What do you want from me, Jose? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we has in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Well, who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnet, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch. Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Okay, geil. Get your horses ready. Raub jetzt einfach einen Zug aus. Lol. Oh, die Musik, Alter. Geil. Die Musik, Mann. Sehr geil. Tippe, wenn du mit der Banner reitest, zweimal auf X, um in den Fonds zu reiten, was du meinst. Okay. Okay, gentlemen, listen up, all of you. According to the information so kindly provided to us by the O'Driscolls, the train will be coming north from Big Valley. We're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies. There's a raised spot there that should give us good vantage. Charles, you'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny and Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. That's what we're after. Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great. Have you got a problem with that? Not if you keep your head for once. You worry about yourself, huh? Enough! After Bill blows the tracks, we're gonna need to move fast. Is everyone clear on what they're doing? Yep, crystal. Yes, boss. Good. Now come on. Let's ride! Ich bin auch sehr gespannt, wie gesagt, auf den Online-Modus. Habe ich richtig Bock drauf. Mein Kanal-Icon? Ich kann das mal ausstellen, Rumpert. Werde ich mal gucken. Gute Idee. Ich werde dieses Kanal-Icon mal ausstellen, dass unten rechts angezeigt wird. It's done fast. Now it's thawing before anyone gets up here after us. Oh, look at you boys. See? This is what I call a crew. Micah Bell. Oh, jetzt kommen wir langsam aus dem Schnee raus. Morgan, Javier, Escuela, and what about young Lenny here? Always the first man on his horse. Just happy we're back at him, Dutch. Also die Grafik sieht bei mir so geil aus, das kann man halt im Stream nicht perfekt sehen, Leute. Geschäfte wird es auch geben, ja. Alles, eigentlich. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back, and that's the end of it. Money's safe. Sieht sehr geil aus. Sieht sehr, sehr geil aus. And if the O'Driscolls are right, we'll be a
a stack of railroad bonds on this train. Good money, once we work out how to cash them. Now everyone, shut up and get your mind on the job at hand. Come on. Zug ausrauben, jetzt Alter, wie geil. There's a water tower. Hold up here on the ridge. Open World, ja. Is Bill there? Yeah. You want to head down, see how he's getting on? Okay. Whoa. Müssen wir runter, glaube ich, ne? Ja. Bill, ich komme. How you getting on? Yeah, I'm okay. You sure? Of course. Can I help a little? All right. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it to said detonator. Okay. So. Und Kabel durchschneiden. Okay, this is good. All right. That should do it. You head back up to the others. I got it from here. Sehr gut. Okay, boy. Let's go. Mistakes. What's going on? He says all fine. We'll soon find out. Everything okay? I think so. Okay, cover your faces. Train should be here any minute now. Gegenstände benutze er, um Kleidung auszuwählen. Zu einer Maske. Okay, hier. Jetzt haben wir eine Maske aufgesetzt. Mega. Gentlemen, it's time. Good luck, all of you. You all know what to do. Beste Donation Timing. Wie ist das Spiel, den so kannst du nicht lösen und mein Freund Klo. Vielen Dank, Holly 06 für die Donation. Okay, wir müssen jetzt hinterher, weil irgendwie hat es nicht funktioniert. Spring auf den Zug. Okay, ab geht's, Alter. Oh mein Gott. Nein. Ja, moin. Ziehen, okay. Sehr coole neue Steuerung. Lenny schicken. Ja, komm. Ich will es selber machen, Digga. Okay. Dan, dan, dan.
Oh mein Gott, Alter, hab ich erschrocken, Alter. So. Ja, wir gehen weiter, Lenny. Du hörst es nicht. So, komm her, Alter, komm. Los. Einer hat echt ein Bett einfach, ne? Aber hat sich jetzt natürlich gerade nicht gelohnt. Komm her. Los, komm her. Komm, trau dich raus. Oh mein Gott. Komm, nachladen schnell, bevor er guckt. Ab geht's. Bisschen plündern, ne? Gibt man halt Geld und so, ne? Darf man nicht vergessen. Okay, schnell, 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 ab geht's weiter. Oh! Wow! Was muss ich drücken? Wir befreien. Komm her, Alter! Wohl! Kann ich meinen Hut noch aufheben? Ich will Hut aufheben. Ich will meinen Hut aufheben. Kann ich... Lol, ich kann echt meinen Hut aufheben. Korrekt! Should we move up? Das haben wir eine Luxus-Lokomotive, ne? Okay. Jetzt habe ich deinen Hut abgeschossen, ne? Das war's dann mit der Werbefreundlichkeit. Okay, zum Wagen da hinten. Das war ein mieser Schuss. Okay, nee, das Gewehr ist besser. Komm, komm raus. Komm, da nicht raus. Ja. Ist er oben noch am Leben? Okay. Den werde ich auf jeden Fall gleich plündern. Oh. Mann, das sieht man die ganze Zeit nicht. Das ist meine Facecam. Ab geht's. Gott, Alter, wie viele kommen denn jetzt hier? Alter, die sind doch unsere, ne? Ja. Sehr gut. Okay, wir wollten nach hinten. Das ist unsere Aufgabe. What are you boys planning on doing in there? Listen to me. We don't want to kill any of you. Any more of you. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Corps. Come on, boys. We got our orders. Okay, you asked for it. We ain't Five, opening this door. 4, 3, 2, 1. Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. Oh yeah, man. Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. Oh mein Gott, Alter. Herr mit dem dem TNT. Na, Dynamit halt.
Seems good enough. Now light the fuse. Okay. Ab geht's, Alter. Unless you got a death wish, I'd step back, fellas. Hab mich voll erschrocken. All right, come on. Walk on out here. Aus mit euch, Alter. Get on up there. Search that train. Look at this place. It's like a palace. Alter, was für ein Luxus, Mann. Also für diese Zeit halt. Oh yes. Should be easy as cake. Finde die Beute im Zug. You're just gonna stand there, kid. Pour me some brandy, will ya? I'm parched. Shut up. Me and Arthur did all the work. Yeah, kid did good. Didn't see you rushing to jump on that train. He's king. I'll give you that. Okay, let's see if we can get this open. Come on. Come on. Getting there. Nochmal so ein Zettel. That's how it's done. Shit. So, guter Brandy. Bonds? I don't think so. Here, make yourself useful. At least we all know you can read. Give me those. So, jetzt mal das nehmen, was hier drin ist. Geld. $25, Alter, geil. Das ist halt echt viel. Schublade schließen. Sugar imports from the Spanish West Indies? A lot of sugar? Some fancy new boat he's ordered. Kannst du diesen Gegenstand keine weiteren tragen? Okay. I'm not robbing another boat as long as I live. Schließ mir den Schrank. Haben wir hier noch was? Have you checked all the drawers and cabinets? Aha. No, this looks like something. Come on. Let's hurry this along, boys. Anleihe. I think I got him. Nice. Well, thank God. Come on. What did you find? These bonds. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well done. Now, would you get rid of all of this? The train? Yeah. Get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Oh mein Gott, Alter. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. Unsere Entscheidung jetzt, ob wir die jetzt umbringen. We'll be moving on. Oder leben lassen. Oder noch irgendeine dritte Entscheidung. Mal gucken. Was machen wir jetzt mit denen, Alter? Bedrohen, zielen. Okay, get on the train, quick, all of you. Any bright ideas, I kill all three. So behave. Ab in den Zug, Alter. Move. If I hear so much as a footstep. Wenn du in den Zug gehst, Alter, wirst du halt abgeschossen. Digga, der will hier abhauen, Alter. Deine Taten in der Welt beeinflussen deine Ehrenstufe. Der, das Ding ist. Der hat mich angeguckt und wollte ich in den Zug gehen. Hat er Pech gehabt. Hat er Pech gehabt, Alter. So. Begib dich zur Lokomotive, um den Zug in Bewegung zu setzen. Okay. Ja, nicht, dass sie jetzt gleich abhauen. Tut mir leid, aber der wollte nicht hören. Der hat mir zu lange gebraucht. Ich habe zu dem gesagt, geh in den Zug oder guck mich erstmal an. Pech gehabt. So. So ist das halt. Mein Arthur wird halt einfach handeln nach Emotionen. Hier können wir noch so viele plündern, ne? Ich hab dir ja, ich hab dir Drohnen gedrückt. So.
Okay, 50% Ausdauer, okay. Die wollten einfach nicht hören. Okay, an den Zug einsteigen. Ab geht's. Okay. Krass. Crazy. Crazy, Leute. Also das war der Zug, Ehre genommen, das war der Zugüberfall. Schon mal echt chillig. Sehr, sehr nice. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe over there. Sehr nice, someone. Sehr nice. We'll be able to hide out there, no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Kann gut sein, dass sie mich verraten werden. Aber... Oh, die Musik, Alter. Aber schauen wir mal. Das werden wir dann ja sehen. Dann kann man sie immer noch umlegen. Und die, die davon irgendwas wissen. Sehr, sehr geil, Alter. Sehr geil. Musik ist echt sehr nice, ja. Lenny! Micah, get over here! Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me? With the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Mega nice, Alter. Ich fühle den Beat auf jeden. Ich fühle den Beat. Hurry it up, we've got work to do. Sehr geil. Get us out the stream. Los, aus dem Fluss raus. Oh, jetzt ist der Reifen kaputt. Mann. Okay. Let's take a look. You all right back there? Does everything look all right? Well, what's going on? Ah, I broke the goddamn wheel. All right. Let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel back on, Arthur. Hard rollen. Oh, sehr cool. Sehr cool. Shut up. I'm just saying. So. Don't say less. Pick the wheel up! Und ran da! See? You ain't so useless after all. Not quite. Think if they wanted trouble, oh, we wouldn't have seen them.
Indianer sind das, glaube ich, ne? We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. Not too far now. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left. Horseshoe Overlook. Halte und zwischen verschiedenen Kartengrößen. Yes. The Indians in this park. So, guck mal hier. Zwei Kartengrößen haben wir. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing country. Ne, guck mal hier, erweitert. Normal. Normal. Kompass. Okay, machen wir mal ne, machen wir normal. Du kannst auch die Karte ausmachen. Auch sehr cool. Clean away from them it was, every blade of grass. Aber dennoch sehr schwer. Herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? We don't, in spite of Dutch's talk. Schneller. I feel yeah. I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our blockheaded driver here. Hey, yeah. Don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just because it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. Yeah. Yeah. So, what happened to endlich aus dem Schnee, ne? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did. When we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. My whole life I've been on the run. A couple years later, some soldiers captured my mother. Took her somewhere. We never saw her again. We drifted around. He was a very sad man, and the drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found okay, young sicher, dass du deine Umgebung okay, entsprechend kleidest. A wilder delinquent you never did see. Vielleicht mal da? Fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? Yeah, it's a long story. Yeah. We still heading the right way? That depends. Are we still heading west in search of fortune and repose in virgin forests as we plan? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls, our kind of place. Driscoll's? Probably them too. Pinkertons? Let's hope not. And this place we're going. Wait, what's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low. It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know. Ne, den ersten Teil habe ich leider nicht ganz gespielt. Him, ich hatte es davor, aber ich hatte keine Zeit mehr. Wie weit ist noch der Weg? Lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Aber ich kenne die Story vom ersten Teil, aber ich habe es halt selber nicht viel gespielt. Das arme Pferd treibt sie doch nicht so an, ja. Ich will schneller zu meinem Ziel. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so. Ja. I figure we must do better ride a hell of a lot more than we. Wir haben ein bisschen auch Lager hier, die können natürlich nicht so schnell laufen. Oh. Oh. Okay. What are you working on there anyway? Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah. You can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Oh, okay. Thank you. Oh. Ja. Yep.
Jetzt sind die aber richtig schnell auf einmal am Start hier. Bergauf auch. Jetzt drehen sie richtig ab. Boah, jetzt drehen sie hier richtig ab. Warum sind die jetzt so schnell? Alles klar. There you are, brother. Head in there. Follow the track for a bit. Thanks. Hey, slow up. I'll jump on. Okay. Komm ran. Okay, wir sind fast da. Okay, let's go. Any trouble getting in here, Javier? Nope. It went well. This is a good spot. Excellent. I think this will work for us, Arthur. For now, anyway. Okay, ich hoffe, wir kommen hier durch, ja. Kleine Abkürzung. Oh, okay, hier ist unser Dorf. Sehr cool. Here we are, gentlemen. Home sweet home. Trautes Heim, Glück allein. You weren't wrong, Hosea. This place is perfect. I hope so. Gentlemen, we have survived. For now. Now, it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were on to something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck. East of the Grizzlies and out of money. And a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen. I'm going to head into the local town and, you know, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather around. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp spende im Lager Geld. Its Wertsachen, Munition, Nahrungsmittel, Lagerbedarf. Be sensible out there. Now the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. In deinem Zelt kannst du dich umziehen, rasieren oder schlafen. Okay, cool. Sehr, sehr cool. Kapitel 2. Und ich würde sagen, bei Kapitel 2, Leute, machen wir weiter beim Part 2. Und zwar heute Abend um 18 Uhr. Ich werde immer so jeden Stream, beziehungsweise jedes Video, so wie ihr es gerade guckt, immer 2 Stunden probieren zu halten. Und ich denke mal, so jedes Kapitel geht anscheinend dann auch 2 Stunden. Also passt das. Wenn ihr leicht gegrüßt werden wollt, been this far east in many a year. Einfach bei Instagram folgen, Leute. Dutch seems a little better.
His eyes are sparkling. Ohne dass das Bild liken, werde ich euch gleich grüßen. Ich muss mal hier die Cutscene angucken, Leute. I think we all feel a little happier. Aber 18 Uhr Part 2. Seid dabei. Dann geht's weiter. So, sehr cool. Jose. Iss, trinke und ruh dich aus, um deine Kerne aufzufüllen. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Okay. So. Dann würde ich sagen, vielen Dank an jeden, der dabei war. Wir machen heute Part 2 weiter um 18 Uhr, Leute. Hier 18 Uhr auf dem Kanal. Seid am Start, damit ihr die Story nicht verpasst. Bruder, wir wollen jetzt hier nicht reden. Drück mal mit Start hier. Dann machen wir das so. Wer jetzt von mir gegrüßt werden will, einfach mal gerne auf Instagram ein Follow da lassen. Oder, falls ihr schon gemacht habt, einfach mal ein Like auf mein letztes Bild. Vielen Dank an alle, die heute am Start waren. Ich hoffe, ihr seid nachher auch wieder am Start. Ihr könnt gerne kostenlos abonnieren und auf die Glocke drücken. Dann werdet ihr eine Benachrichtigung bekommen. Oder schaut einfach um 18 Uhr vorbei oder am besten auf Instagram. Weil da poste ich jeden Livestream eine Ankündigung vor an. Deswegen vielen Dank für über 1000 Likes, Leute. Krasser Support. Wie speichert man? Ich denke mal, das ist alles automatisch gespeichert. Ich werde auf jeden Fall gleich nochmal gucken. Aber mal gucken, wer jetzt hier bei Instagram am Start ist. Wir haben einmal noch 3D Gamer haut 2 Euro mit Superchat raus. Nice Game Bro oder nichts Game Bro, alles klar. So, wen haben wir denn auf Instagram hier noch am Start? Wer möchte gegrüßt werden? Und zwar haben wir einmal José Ant 313, David Gudi, Mahmoud, Jonas Dravert, Lasse, CRST, Joe Casas, Sila Schulz, CRS, David Todesmetall, Ehre Leute. Vielen Dank an alle, die am Start sind hier. KXVXN, David Gudi, hatte ich auch schon. Solon, nennt mich Nico. F. Fabian und zu guter Letzt, Leute, haben wir Mohammed Mehdi. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Ich hoffe, man sieht sich heute Abend um 18 Uhr beim Part 2. Ich möchte euch auf jeden Fall sehen. Story wollt ihr nicht verpassen. Ich werde das ganz off stream. Also 18 Uhr, Leute, seid am Start. Ich werde wieder eine Ankündigung so 20 Minuten vorher auf YouTube raushauen, dass ihr mit mir noch ein bisschen chatten könnt vorher. Und ich zeige nochmal kurz die Map für die, die nochmal sehen wollten. Ups, so, hier ist die Karte. Leute, das ist die Karte. Wir haben noch nicht allzu viel freigeschaltet. Also hier haben wir noch ein Riesengebiet so hier oben. Also es ist noch sehr viel zu entdecken. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Ich hoffe, man sieht sich heute Abend 18 Uhr beim Part 2 von Red Dead Redemption 2, Leute. Macht's gut. Man sieht sich wieder heute Abend und bringt Popcorn, trinkt was zu trinken mit, dass ihr einfach entspannt zugucken könnt, Leute. Haut rein, bis heute Abend um 18 Uhr und tschüss, Leute. Ciao, ciao.